Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark Survival. Heute themen wir einen Tuso Teutes, oder auch Kragen genannt. Den Tuso, wie themt man denn? Eigentlich ist es ziemlich einfach, wenn man natürlich wieder weiß wie. Und ich zeige euch jetzt wie. Bin schon mal hier im Wasser, auf der Karte Ragnarok. Moment, zeige ich euch kurz an. So. Und zwar seht ihr auf der Karte, wo ich bin. Moment, ich habe auch noch meinen Abyssum Spyglass da oben bei 45 und 7. So. Was machen wir hier? Wir tamen den. Jetzt habe ich ja gesehen, ich habe hier irgendwo einen Schwimmen gesehen, gerade eben durch mein Awesome Spyglass. Und werde den jetzt versuchen, auch für euch zu tamen, live hier, in Action und Farbe. So, wollen wir mal hin. Gehen wir mal langsam vor. Achso, wenn ihr mal normal schwimmen würdet, würde das so aussehen. Ihr könnt den Kraken entweder mit Basilosaurier, mit Mosasaurier oder auch, wie ich es mache, mit Baryonyxen euch holen. Liegt daran, er muss ein Tier packen, auf dem ihr reitet, und wird dann von euch, wenn es gepackt wurde, getämt, indem ihr dann von dem Tier absteigt, zu ihm hinschwimmt ans offene Maul und ihn schwarze Perlen füttert. Das ist ein Passiv-Tämen, das heißt, ihr müsst die Perlen auf die Null legen. Man sieht hier, wie bei mir hier unten, auf der Null. Ich habe jetzt 150 Stück dabei, weil jedes Mal futtern sind 50 Perlen. So, jetzt habe ich ja den Tech-Helm wieder an. Das kann ich euch auch noch zeigen, hier oben. So, und dadurch habe ich diese wunderschöne Sicht hier unten im Wasser, wie ihr seht. Und zeige euch jetzt, wie es losgeht. Hier ist der Kragen. Natürlich ist es jetzt nicht gerade sehr positiv, dass da diese komischen Zitterquallen sind. Aber wir müssen da das Beste draus machen. So, der Kragen schwimmt ein bisschen weg, was vielleicht ein bisschen positiv ist. Wunderbar, wir schwimmen natürlich ein bisschen hinterher. Die Kragen sind doch langsam und dadurch kann man den... die Knutsche... Wie heißen sie? Knitteria heißen die hier. Sind noch ein bisschen langsam und... Oh, jetzt hat er mich. So, ich muss schnell noch passiv pfeifen, Leute. Sonst habe ich ein Problem. Pack mich, pack mich. Packst du? Packst du? Ja, hat mich. Jetzt schwimme ich da an sein Maul. Oh. Und. So schnell geht's schon, Leute. Habt ihr es gesehen? Er hat den gepackt und zack ging das rund hier. War jetzt ein bisschen sehr schnell, weil es nur ein Level 11er, glaube ich, gewesen ist. So, also. Geht ziemlich einfach, wie ihr gesehen habt. Müssen wir schnell auf neutral stellen, weil sonst werden wir angegriffen und die machen uns platt. So schnell geht es mit dem Tuso Teutes. Ja, wenn ihr noch mehr über die Baris wissen wollt, kann ich euch noch schnell was dazu erzählen. Baryonyxe sind ziemlich coole Tiere. Und zwar können sie im Wasser einen stunnen. Zum Beispiel diesen Hai. Zeige ich euch jetzt mal schnell. Ich habe jetzt hier meine Gruppe zurückgelassen, damit ich ein bisschen Zeit habe. Ihr seht hier noch den Hai, das zeige ich euch noch schnell. So, und zwar macht er diesen Round Kick, so mit seinem Schwanz. Zack. So, der Hai macht nichts mehr. Wie ihr seht, er bewegt sich nichts, er ist gestunt, betäubt. Und dann könnt ihr ganz gemütlich drauf rumbeißen und machen und tun. Und wenn er sich wieder bewegt, haut ihr gleich den nächsten Stun rein und fresst ihn in aller Ruhe auf. Was eine ziemlich coole Sache ist, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Das geht auch bei Alpha-Haien. Also sobald ihr ein Baryonyx habt, könnt ihr eigentlich hier alles stunnen im Wasser. Außer Mosa, Kraken und... Ach, wie heißen die schönen Tierchen? Blesiosaurier waren es, glaube ich. So, wenn ihr weiter Fragen habt, stellt sie mir ruhig. Und ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.